Hallo, heute koche ich mit euch ein leckeres Stockbrot-Bruschetta. Bleibt dabei. Ich bin wieder zurück von meinem Rundgang rund ums Lager, habe hier ein bisschen die Umgebung erkundet und habe lustigerweise sogar eine vierköpfige Rehfamilie gesehen. War ganz nett, die waren wirklich nur ein paar Meter von mir entfernt und haben da nach Futter gesucht. Ist gut, dass ich weiß, dass die Rehe sich von mir nicht gestört fühlen. Und apropos Futter suchen, ich habe jetzt inzwischen auch ordentlich Hunger und habe mir überlegt, was ich mir machen könnte heute. Und heute will ich das erste Mal etwas ausprobieren, habe ich noch nie vorher ausprobiert. Und ich taufe das Ganze Bushcraft Bruschetta. Dazu habe ich mir gedacht, ich nehme ein paar Tomaten, dann ein bisschen einen grünen Spargel, natürlich eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe von einem frischen Knoblauch. Das Ganze brate ich schön in Öl an und dann wird die Füllung auf ein Stockbrot gefüllt. Und damit ich ein bisschen Platz habe vom Stockbrot, wo ich die Füllung reinmachen kann, habe ich mir einen möglichst dicken Stock ausgesucht, wo ich jetzt sehr flach dann den Teig außen rum rolle, so dass ich eben viel Platz habe dann für die Füllung. Ich bin gespannt, ob es klappt. Die Stechmücken kommen auch schon. Es wird Zeit, dass ich das Feuer anbekomme. Und ihr könnt dabei sein, wenn ich das Ganze jetzt probiere. Für mein Stockbrot brauche ich natürlich wieder einen Behälter, in dem ich meinen Teig anrühren kann. Ich brauche Mehl, ich brauche Trockenhefe, ein bisschen Salz und Wasser. Die Trockenhefe. Ups. Eine ordentliche Portion Mehl. Und aus meinem wasserdichten Toolbag etwas Salz. Das Ganze vermenge ich jetzt schon mal wieder. Und jetzt gieße ich wieder vorsichtig Wasser dazu. Der Teig ist jetzt fertig. Ich habe wieder ein Vollkorn-Dinkelmehl genommen. Den lege ich jetzt mal zur Seite, dass der sich noch ein bisschen ausruhen kann. Und in der Zwischenzeit kümmere ich jetzt mich mal um die Füllung bzw. um den Belag. Und dazu habe ich ja schon gesagt, nehme ich eine Zwiebel. Ich habe mir dieses Mal einfach als Brettchen den Deckel von meiner Brotbox genommen. Hier wieder meine Mülltüte, damit ich den Müll wieder mit nach Hause nehmen kann. Bevor ich das Feuer jetzt anmache, bereite ich erstmal ein bisschen die Zutaten vor. Heute muss ich die Zwiebeln ein bisschen feiner schneiden, damit sie eben besser auf das Brot passen. Wenn es zu grob ist, fällt mir das sonst alles runter. Kann ruhig eine ganze Zwiebel sein, oder? Sagt ihr? Ich hätte vielleicht das Messer vorher sauber machen sollen, nach dem Schnitzen. Naja. Okay. Ab damit in die Pfanne. Das gleiche machen wir mit dem Knoblauch. Ich würde mal sagen, da langt eine kleine Zehe. Müssen wir nicht übertreiben. Schließlich kommen wir morgen wieder nach Hause, ne? Sehr fein. Dann kommt natürlich noch ein Schuss Öl dazu. Und dann kümmern wir uns ums Anfeuern. Ein bisschen Grundlage schaffen. Ich war ja vorhin unterwegs und habe noch eine trockene, tote Fichte gefunden. Dann mache ich mir ein bisschen Kienspan ab.
So, während sich da ein bisschen die Glut bildet, fange ich an, die Tomaten zu schneiden. Und dann kommt die Pfanne schon mal aufs Feuer. Kann der Knoblauch und die Zwiebeln jetzt schon mal andünsten. Was ich natürlich vergessen habe, ist, dass ich die Tomaten und den Spargel vorher wasche. Aber na gut. Übrigens, ein Haushaltstipp. Wusstet ihr, dass der grüne Spargel eine Sollbruchstelle hat? An der Stelle, wo er bricht, ist der Übergang zwischen dem leckeren Teil und dem holzigen Teil vom Spargel. Da wissen wir also ganz genau, wo muss ich ihn denn brechen, damit ich den leckeren Teil übrig bleibe. Okay, Spargel ist auch schon mal vorbereitet. Nicht vergessen, Feuerholz nachzulegen. Boah, ja, die Glut hat auf jeden Fall schon eine ordentliche Hitze. Den Spargel schneide ich direkt rein. Den mache ich als erstes, weil der braucht ein bisschen länger als die Tomaten. So, und jetzt noch die Tomaten. Dann geben wir dem Ganzen noch ein bisschen Geschmack mit etwas Paprika, ein bisschen Salz und Pfeffer. Ups. So, probieren wir schon mal. Kann man schon sehr gut essen. Wenn man jetzt dabei hat, kann man ein bisschen Zucker dran machen. Ist dann nochmal eine ganz besondere Note, finde ich. Habe ich aber nicht. So, während das hier rumköchelt, schnappe ich mir den Hefeteig und mache ihn schön flach um den Stock. Ups. So, und das Ganze jetzt wirklich dünn außenrum. Durch die Hefe geht das Ganze noch mal mehr auf. Das heißt, wir können hier wirklich sehr, sehr dünn auftragen. Wir schneiden das Brot einmal an der Seite auf und klappen das vom Stock weg. Puh, heiß. Okay, so, das Ganze schaut auch schon mal sehr gut aus. So ein bisschen wie ein kleiner Hotdog. Schön schmal ist es auch geworden. Puh, und heiß. Und da füllen wir jetzt unseren Belag rein. Mit Spargel, Tomaten, Zwiebeln und Knoblauch. Guten Appetit! War nicht das letzte Mal. Sehr feine Geschichte. Kann ich euch echt empfehlen, nachzumachen. Oh, Entschuldigung. So, ich hoffe, mein Video über das Stockbrot Bruschetta hat euch gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben von euch. Denkt immer daran, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr kein Video verpasst. Und wir sehen uns nächsten Dienstag wieder. Ich wünsche euch tolle Erlebnisse draußen in der Natur. Bis bald.